Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Heute will ich euch ein paar Tricks und Tipps, wie ihr am besten und am effektivsten eine Sprache lernt und somit könnt ihr pro Tag viele Vokabular lernen und merken und das Vokabular werdet ihr nicht mehr vergessen. Also, Tipp 1. Punkt 1. Das habe ich alles hier geschrieben. Gestern saß ich zu Hause und ich habe gesagt, okay, jetzt sitze ich mal da und versuche alle Tipps und Tricks für die Leute zu schreiben, die ich selber verwende. Und ich kann euch nur sagen, mit diesen Tipps habe ich und mit diesen Regeln hier habe ich wirklich viele Sprachen gelernt und so habe ich mir auch viele Vokabular gemerkt. So habe ich auch Deutsch gelernt. Also, wichtig ist immer sehr wichtig, nicht kurz vor der Prüfung lernen. Nicht kurz vor der Prüfung lernen. Man vergisst wieder alles danach. Man vergisst alles, 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 alles. Nicht kurz vor der Prüfung lernen. Merkt euch das. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Nimm dir für jedes Wort ca. eine Minute Zeit. Eine Minute Zeit für jedes Wort. Okay? Eine Minute Zeit. Mindestens. Mindestens eine Minute Zeit. So habe ich immer gemacht. Eine Minute Zeit für jedes Wort. Und ich lasse und ruhig, langsam. Langsam. Eine Minute Zeit. Nach einer Minute ich sage, das Wort ist immer schwer. Dann mache ich noch zwei Minuten. Also, für jedes Wort mindestens eine Minute Zeit, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht fünf. Egal. Hauptsache, bis du das Wort für dich normal wird. Das heißt, die Aussprache und du das Wort nicht mehr schwer findest. Okay, jetzt kommen wir zu Punkt 3. Habe ich auch hier geschrieben. Versuch es dir mit einer Eselsbrücke zu merken. Eselsbrücke zu merken ist das Beste. Glaubt mir, liebe Freunde. Glaubt mir, liebe Freunde. Versucht euch immer ein Wort mit einer Eselsbrücke zu merken. Man kann so schnell Wörter damit lernen und merken. Man merkt sie dann wieder, okay? Das ist sehr wichtig, die Eselsbrücke. Punkt 4. Ich habe hier geschrieben. Suche nach ähnlichen Wörtern. Und versuche einen Satz zu bilden. Such immer nach ähnlichen Wörtern. Im Wörterbuch oder irgendwo. Jedes Wort gibt es auch dazu ähnlichen Wörter. Und versuche einen Satz zu bilden. Das ist immer sehr schön mit dem Satz. Oder schau dir einen Beispielsatz genau an. Es gibt natürlich auch Beispielsätze. Das steht auch bestimmt in deinem Lehrbuch, in dem das Wort in einem Satz vorkommt. Das ist sehr wichtig. Und von großer Wichtigkeit ist das Wiederholen der gelernten Vokabeln. Wiederholt, Leute. Wiederholt, wiederholt, wiederholt. Ihr werdet ein Wort lernen und ihr werdet die nochmal vergessen, aber wiederholt sie nochmal. Wiederholt sie am gleichen Tag, tausendmal. Wiederholt sie am nächsten Tag. Wiederholt sie die nächste Woche, nächsten Monat. Wiederholen, 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 wiederholen ist immer wichtig. Ohne Wiederholen bleibt nicht im Kopf. Man vergisst ja. Wir haben ja auch Probleme und Alltag und Arbeit und Mathe und Physik. Oder der unter den Nachbarn und einkaufen und Geld und dir und der und man vergisst alles. Also immer wiederholen und nicht wie ich ruhig wiederholen, relaxed, ganz, 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 ganz relaxed und wiederholen und sag nicht, warum habe ich das vergessen? Ich habe es vergessen. Ich wiederhole es nochmal und wiederholst es, okay? Das ist wichtig. Es gibt auch manche bestimmte Möglichkeiten, die euch auch helfen, zum Beispiel ein traditioneller Karteikasten. Das machen viele, das finde ich total schön. Und so habe ich auch das mit der deutschen Sprache gemacht. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, ich habe auch diese Karteikasten gemacht. Und du schreibst die Vokabeln da mit Übersetzen,
mit Übersetzung, aber Übersetzung soll hinten sein. Und dann kannst du das alles lernen, 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 lernen. Die Vokabeln, die du dann merkst, kommen dann ganz hinten. Und dann wiederholst du die Vokabeln, die du halt noch nicht gemerkt hast, okay? Am nächsten Tag wiederholst du es und wiederholst du es. Wenn du dann im Bus bist und du fährst zur Schule oder zur Uni oder zur Arbeit, kannst du da immer im Bus lernen und lernen und wiederholen. Es gibt auch Computerprogramme, die man auch benutzen kann als Möglichkeit. Oder es kannst du zum Beispiel, es gibt auch bestimmte Apps in eurem Smartphone. Ich glaube, zwei Drittel von euch haben bestimmt ein Smartphone. Dort gibt es auch sehr viele Apps, in denen ihr dann halt, wenn du jetzt im Bus oder Straßenbahn oder U-Bahn sitzt, dort kannst du auch üben und üben und üben. Das sind, liebe Freunde, meine Tipps für euch. Ich hoffe, diese Tipps haben euch gefallen. Oder du, es gibt einen Tipp, habe ich hier nochmal, warte, noch nicht weglaufen. Es gibt auch nochmal solche kleine gelbe Zetteln. Dort könnt ihr zum Beispiel auch Sachen schreiben und Vokabular schreiben und überall in eure Zimmer ankleben. Überall auf dem Fernseher, Bad, Spiegel und so weiter und so fort. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Lernen. Ich sag euch jetzt erstmal tschüss. Viel Spaß noch und passt gut auf euch auf und nicht vergessen, Maru Welt Show abonnieren.